Was geht, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir hier bei Crush4Fig89. Es geht weiter mit der V-Reiter, beziehungsweise mit der Erkundung. Mit der restlichen Erkundung der Höhenregion. Denn wir wollen ja noch einige Orte nachholen, welche wir vorher noch gar nicht erreichen konnten. Ohne ein paar Gewissen, vor allem Attacken. Ich habe das Kunstrad wieder mitgenommen. Woran hat mich das jetzt gerade erinnert? Wo ist das Pokémon gerade? Ist es wieder weg? Da ist es. Weil wir wissen ja, dass jetzt dank des nationalen Pokédex kommen jetzt auch Pokémon von anderen Generationen in diesem Spiel vor. Also es ist radikal! Also wenn ich das radikal jetzt so sehe, hat es sich irgendwie verändert. Oder kommt mir es nur so vor? Nun. Aber diesen Part möchte ich euch jetzt nämlich etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar geht es dieses Mal darum, dass ich euch jetzt zeigen möchte, wie man jetzt beide Fahrräder von in den Spiel bekommen kann. Ja, nämlich in Omega Rubin Alpha Saphir kann man nämlich zum allerersten Mal auch beide Fahrräder verwenden. Das haben wir auch, dass das auch möglich ist, haben wir schon in der Gratis-Safari-Zone sehen dürfen, weil nämlich beide Fahrräder nötig sind, um die komplette Safari, um alle Items dort bekommen zu können, beziehungsweise dass man da die komplette Safari-Zone. Also, was ich sagen wollte, wir haben es ja sehen dürfen, dass beide Fahrräder nötig sind, um die komplette Safari-Zone erkunden zu können und auch alle Items dort abstammen zu können. Und irgendwo dort müssen wir nämlich dafür surfen. Da war doch irgendwo so eine Wasserstelle. Moment, das haben wir gleich, die finden wir hoffentlich irgendwo hier. Bevor uns der Schutz ausgeht, weil ich habe kaum noch welchen. Da muss ich dann bald wieder einen neuen kaufen. Ach, verdammt. Moment. So. Wo ist denn die Surferstelle? Vielleicht hinter dem Klimainstitut. Anscheinend. Ja. Genau. Da ist die Stelle. Da müssen wir nämlich auch einen Typ. Da müssen wir nämlich mit dem Kunstrad arbeiten. Habe ich ja zum Glück mitgenommen. Das wird nämlich für die zusätzliche Quest benötigt, die nötig ist, um um beide Fahrräder bekommen zu können. So. Und außerdem kommt man auch nur so an dieses eine Item ran. Und da ist auch noch eine TM. Die lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Apropos. Oh oh. Habe ich überhaupt noch genug Geld? Wie viel habe ich jetzt eigentlich noch? Aber mehr als genug. Dass ich mir vielleicht noch ein paar TMs kaufen kann. Natürlich auch Schutz und... Ey! Hey! Wieso komme ich da nicht hin? Was ist da los? Ach, was zum Teufel? Was macht denn hier jetzt noch ein Kecleon? Ach. Das kann aber nicht wahr sein. Was machst du denn hier, du? Kleiner trickiger Spast. Mach, dass du Land gewinnst, aber ein bisschen Dalli-Dalli. Stell sich hier mir einfach in den Weg. Steht hier einfach im Weg rum. Das blöde Drecksvieh. Soll wirklich zusehen, dass es Land gewinnt. Das ist ein Ninja-Junge und ich bin so blöd. Ach. Ja. Ich habe mich halt jetzt darüber informiert, weil ich, wie ich es ja in den letzten Parts auch erwähnt habe, ich habe mich jetzt darüber informiert, wenn man beide Fahrräder bekommt. Und da oben ist es dann irgendwo.
einen Typen geben, den man ansprechen muss dafür. Weil die Hexe haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Bei der Wüste, wo wir das Allrad benötigen. Also ein wirres Zeug redet. So. Was ist das beste Versteck für einen Raum? Genau, der Wald. Für einen Raum? Oder hat er für einen Ninja gesagt? Ugh. Egal. Ist auch wieder so ein Lappen. Komisch, dass sie so einen geringen Level haben. Obwohl man die doch erst sehr viel später erreichen kann, diese Trainer. Weil Kaskade kriegt man ja erst, beziehungsweise kann man erst verwenden, sobald man den letzten Orden hat. Es gibt für mich echt keinen Sinn, dass dann die Trainer auch nicht dementsprechend stärker sind. Ich glaube, die werden noch nicht mal auf dem Niveau von der sechsten Arena, sag ich mal so. Ich verneige mich vor deiner Stärke. Der Wald ist das beste Versteck für einen Baum. Aber was, wenn man kein Baum ist? Ich weiß, ich rede Unsinn. Ja, tust du. Hm. Ah, genau, der Typ war es, oder? Das war ein spektakulärer Trick. Wusstest du gar nicht, dass man sowas mit einem Rad anstellen kann? Ja, so ist das. Ich will immer mit Hilfe mit Pokémon, aber Radfahren scheint auch lustig zu sein. Da probiere ich das auch mal aus. Okay, dann müssten wir die Quest jetzt erfüllt haben. Wollen wir jetzt vorher noch das Sonderbonbon? Ich glaub's ja nicht. Alter, wir werden hier von Sonderbonbons gespammt. So, jetzt möchte ich nur noch die eine TM erreichen, dann sind wir hier glücklich. Ich glaube, jetzt lasse ich mal den Schutz aus. Ja, spring doch nach unten. Hallo. Na, endlich mal. Wie zum Teufel komme ich jetzt an die TM ran? Achso, ich weiß schon. Ich muss doch mal zurück, weil da war noch eine zusätzliche Stange. Genau hier. Die führt mich zur TM. Und hierbei handelt es sich um Akrobatik. Hm, ist was für die Flug-Pokémon. Die Attacke richtet sogar noch mehr Schaden an, wenn der Gegner ein Item trägt, der von der Attacke getroffen wird. So, zurück in Baumhausen City. Zwischen Baumhausen City und Sigrosub City, denke ich mal, gibt es jetzt nichts mehr Besonderes, was wir vorher noch nicht hätten erreichen können. Aktuell gibt es da noch nicht wirklich was von Interesse? Nö. Wasserfälle gibt es ja hoffentlich auch keine, die man besteigen kann. Nein. Die Sonnengrotte gibt es aber hier. Aber ob man da schon ein gewisses Pokémon finden könnte? Ich würde vorschlagen, dass wir das erst nach der Top 4 noch nachholen werden. Wäre, glaube ich, das Beste. Weil ich habe nämlich auch gehört, dass man viele andere Legis aus anderen Generationen ja auch noch fangen kann. Aber wie und wo genau, davon habe ich mich nicht spoilern lassen. Ist schon schlimm genug, dass ich die ganzen Thumbnails von den anderen Let's Playern, die schon weiter vorne sind als ich, vor die Nase geklatscht bekomme auf meinem Bildschirm, wenn ich auf YouTube gucke, welche Videos jetzt draußen sind bei denen, und dann sehe ich immer dann Thumbnails, die möglicherweise spoilern könnten. Und da versuche ich immer so wegzugucken, weil ich wollte das Spiel schon möglichst blind machen. Ich meine, blind kann man es nicht unbedingt... Ich meine, blind sind jetzt nur die zusätzlichen Inhalte und von dem ganzen Remake, weil die Story und so, das ist alles schon bekannt. Das ist nichts blind. Außerdem haben wir vor einiger Zeit ja schon Let's Play des Pokémon Smaragd abgeschlossen, also so ist es natürlich nicht. So, was wollte ich jetzt hier eigentlich doch mal machen? Jetzt habe ich schon vergessen, was ich hier anstellen wollte. Ach ja, ich wollte zuerst mal zu Radler und dann zur Safari-Zone. Oh mein Gott, vor lauter Quatschen vergesse ich schon, was ich eigentlich wirklich tun wollte. Hoffentlich hat alles geklappt. Die Hexe war zwar nicht da, aber ich glaube, mit der haben wir schon gesprochen. Ich denke also, wir haben die Quest erfüllt und ich bin leider Gottes zur falschen Stadt geflogen. Ach, sorry, heute bin ich etwas verwirrt. Wird jetzt wieder der letzte Part für die sein, den ich für die Aufnahme von meiner aktuellen Aufnahmesession, würde ich sagen.
Dann habe ich wieder für eine knappe Woche mal Ruhe und Frieden. So. Radler! Hoffentlich hat es geklappt. Nein! Und wo findet man die Hexe? Die war doch da. Das war doch die einzige Quest, die man machen muss. Vielleicht kommt die Hexe erst. Ich fliege doch mal zur Wüste und gucke mir das dann an. Schauen wir mal. Das gibt's ja wohl nicht. Die Hexe, die... Wenn, da müsste dann eigentlich die Hexe da sein. Aber die war nicht da. Die hätte man natürlich auch finden können. Alter Schwede, what the fuck ist das? Ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Habe ich was übersehen? Oder war die Hexe woanders? Weil irgendwo war sie doch. Könnte mir gar nicht erzählen. So, hier oben war sie doch. Hier an der Stelle. Aber da ist sie nicht. Was zum Teufel soll denn die Kacke hier? Hier irgendwo war die Hexe, mit der man sprechen muss. Denn irgendwelche wirres Zeug schwafelt. Und da müsste ich ja eigentlich die Quest erfüllt haben. Da muss ich dafür extra noch die Top 4 schlagen. Höchstwahrscheinlich muss ich noch zusätzlich dafür die Top 4 besiegen. Ach. Na gut, machen wir das ein anderes Mal durch. Dann müssten wir eigentlich soweit schon fertig sein, denke ich mal. Was gibt es eigentlich noch zu tun? In Sigros selbst wird die erstmal STMs kaufen. Dann noch ein, und zusätzlich noch Schutz, ist klar. Und dann noch. Ansonsten hier die Gegend untersuchen, Floßbrunnen. Vielleicht sollte ich dann erst was mit Latias mir diese geheime Höhle angucken, bevor ich dann mich nach Floßbrunnen begeben werde. Könnte ich auch so machen. Ja, es gibt noch einiges für uns zu tun. Okay. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal shoppen und dann können wir diese unbekannte Höhle mal mit Latias besuchen. Ich hoffe, die ist noch da. Vielleicht gibt es ein legendäres Pokémon dort zu fangen. Das wäre nice. Dazu müsste ich aber mein Team wieder normal strukturieren, sprich, dass ich die ganzen VM-Sklaven wieder rausschicke. Beziehungsweise rausschmeiße. Und ich muss ja ohnehin jetzt mal gucken, wer welche Attacken jetzt lernen kann, weil ich habe wieder einiges an schicken TMs, schicken neuen TMs bekommen. Smogmog, da bitte. Dankeschön. So, und du kannst dich hierhin bewegen und das passt schon so. Okay. Dann wird es jetzt Zeit für eine Shopping-Tour. Wir haben eher einiges an Kohle kassiert, vor allem durch die ganzen Nuggets und das Zeugs, was wir im Schiffswrack finden konnten. Das war echt krass. Das Lotterielos lasse ich eigentlich auch, lasse ich jetzt mal aus. Okay, die TMs waren weiter oben. Hier nicht, aber hier müssten sie gewesen sein. Oder? War das jetzt... Yep. Das lasse ich nochmal aus, weil diese Attacken sind für mich nicht notwendig von großer Wichtigkeit. Aber die hier, die interessieren mich schon weitaus mehr. Steinkante, Fokusstoß. Fokusstoß wäre auch geil. Ich würde sagen, Fokusstoß nehme ich mir mal. Dann kann ich mich noch maximal für zwei Teams entscheiden. Also wenn, dann nehme ich dann
Donner haben, brauchen wir nicht. Blizzard haben wir auch, brauchen wir auch nicht. Wir haben Erstrahlflammenwurf, fehlt uns dann auch. Feuersturm wäre cool. Feuersturm für Smog. Obwohl Smog, glaube ich, nicht Feuersturm lernen kann. Und die Steinkante. Für wen wäre die wohl geeignet? Es gibt ein paar physische Pokémon, die ich habe. Vielleicht kann Panzerion auch Steinkante lernen. Hyperstrahl. Gigastoß. Ich würde sagen, ich nehme erstmal das Hyperstrahl. Und ein Feuersturm. Ich hoffe, dass Steinkante jemand lernen kann. Ach komm, nimm mal Steinkante. Scheiß drauf. Irgendwann kriege ich dann das Geld auch noch für die restlichen TMs zusammen. Die werden wir schon alle irgendwie zusammenbekommen. Wird schon schief gehen. So. Da gucken wir mal. Steinkante ist was für Absol. Ach cool. Überstrahl. Was? Panzerion kann nicht Hyperstrahl lernen? Das wundert mich aber extremst. Fokusstoß. Das könnte sogar Karpaloros lernen. Akrobatik ist was für Logok. Kann komischerweise Panzerion nicht lernen. Drachenklaue kann wirklich leider Gottes nur... Schade. Naja. Aber Donnerblitz kann das Mogmog auch lernen. Und ganz so schlecht ist es in Spezialangriff auch nicht. Ja, Spezialangriff und Angriff sind so ziemlich gleich. Aber dafür müsste ich jetzt eine andere Attacke vergessen lassen. Ich weiß nicht, ob ich da Feuerattacken vergessen lassen sollte. Bei Feuerattacken würde es eher Sinn machen, da es nämlich, ja, es würde Sinn machen, ich lasse die Feuerattacken da. Da wird es wenig Sinn machen, weil Feuerattacken sollten dann gegen Stahl-Pokémon helfen. Das Problem ist aber, dass ich dann eher Flammenwurf für Smogmog dann benötigen würde. Und Fokusstoß ist dann wirklich was für Karpaloros. Aber eindeutig. Das ist eine geniale Technik. Das Problem ist nur, was lasse ich jetzt dafür vergessen? Erzähl, Kopfstoß ist gleich Kloßbrühe. Komm, tu das weg, bitte. So, perfekt. Hyperstrahl. Steinkante, wow. Steinkante wäre auch was für Logok. Das Problem ist nur... Sonst passt das aber eigentlich schon so. Erdbeben vor dem ist eine gute Technik. Aber gegen Flug-Pokémon an sich hat er dann wirklich nicht so wirklich, hat er nicht so wirklich eine Waffe. Vor allem gegen Flugdrachen-Pokémon. Da fällt mir auch nichts wirklich was ein. Erdbeben vor allem bringt dann kaum was. Wer kann eigentlich noch Erdbeben lernen? Das muss ich mir jetzt auch mal angucken. Ja. Außer Logok kann es eigentlich auch nur Latias und sonst niemand. Das finde ich schade. Also so, da müssen wir niemanden... Alter. Das sagt ja. Puh, das ist schwierig. Steinkante. Ja, für Absol wäre es auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich weiß nicht, was ich für eine Attacke dafür vergessen lassen soll. Aeroas, Aeroas. Wo wird denn das eigentlich noch benötigt? Ist die Frage. Weil Pflanzen-Pokémon... Pflanzen-Käfer und so... Für die Käfer habe ich ja dann auch Steinkante. Und Schwertanz steigert einfach die Angriffskraft. Ja, vielleicht setze ich einfach auf rohe Gewalt und bringe jetzt die Attacke bei. So. Steinkante hat schon mal Absol drauf.
So, okay. Ich denke, so passt das jetzt gerade mit meinem Team. Ich kann da natürlich noch mehr machen, aber alles zu seiner Zeit. So. Also, was ich jetzt noch machen möchte, ist mir ein bisschen Superschutz kaufen. So, wo ist das denn? Da. 9 kann ich maximal mehr gerade. 9 kann ich jetzt maximal noch mitnehmen. Dann bin ich leider Gottes jetzt wieder knapp bei Kasse. Muss ich wieder einiges an Kohle zusammenkriegen, um auch noch ein paar andere Bälle und so ein Zeug kaufen zu können. So, als nächstes hatte ich jetzt vor. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ach ja. Ich wollte ja noch diese Geheimnishöhle angucken. Also, dann spielen wir mal die Eonflöte. Und fliegen los mit Mega Evolution. Ich wünschte, dass man auch noch schneller fliegen kann. Da glitzert was. Das muss die geheime Höhle sein. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir uns mal die unerforschte Höhle an. Jo, Vorsicht da unten. Ha, da sind wir. Was ist das hier für ein Ort? Unerforschte Höhle. Und der Aufenthaltsort ist unbekannt. Was gibt es hier? Oh, kann das sein? Sind das etwa Selfie, Vesprit und Turbutz? Oder eins von den dreien? Oder was soll das Symbol darstellen? Ich fürchte, uns steht als ein Legikampf bevor. Oh, 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 oh. Jetzt ist Showtime. Das heißt also, ich müsste jetzt wieder die TMs ein bisschen umdekorieren. Donnerwelle-Time ist also wieder angesagt. Also Donnerwelle-Zeit ist jetzt wieder angesagt. Das heißt also, ich muss leider Gottes wieder eine Attacke vergessen lassen. Nämlich, ja, Aeroas. So, passt schon. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Ganz voller Ringschiff in der Luft. Ja und? Hallo? Hä? Das soll doch hier ein Legi erscheinen. Was ist denn hier los? Brauche ich dafür noch irgendetwas? Was ist das? Hä? Ich check grad gar nichts. Brauche ich dafür noch ein Item? Oder muss ich es erstmal Top 4 dafür besiegt haben? Das ist ja ganz klasse. Ach, da bin ich ja völlig umsonst. Wie schade. Ja, was soll's. Das war auch nicht anders zu erwarten. So. Da kriegst du jetzt wieder die Attacke Aeroas beigebracht. Weg mit Donnerwelle und gut ist. Gut. Na dann. Was könnten wir jetzt noch machen? Dann würde ich vorschlagen. Ich sehe ja sonst nirgends eine Möglichkeit, was wir jetzt noch tun könnten. Wir haben uns ja bereits schon komplett umgesehen. Also umgeschaut. Bei Pyroberg. Da werde ich dann lieber offscreen vorbeischauen, ob die beiden Wächter die Kugeln wirklich nicht mehr benötigen werden. So. Na, ansonsten könnten wir jetzt die Route 130 durchforsten. Dann mal los.
dann ab geht dat. Ah, auf der kleinen Insel kann man landen. Okay. So. Also die paar Schutz, die ich noch habe, reichen aus. Dann mal los. Check mal jetzt mal die anderen Trainer aus, die jetzt noch fehlen. Und begeben wir uns nach Flussbrunn. Aber da ist komischerweise versperrt. Was ist hier los? Wieso geht's hier nicht weiter? Wie geht's von hier aus nicht? Da müsste ich schon von Prachtpolis City aus. Ach Mann. Ach, da habe ich schon einen Schutz dafür verschwendet. Ein Umweg. Ach je. Dann geht's vielleicht von hier aus einfacher. Bei Route 128. Da ist ja irgendetwas. Ja, da ist da die. Der Unterseetunnel. War das gerade ein Apokalypse oder habe ich mich da total verhört? Ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Oh, was? Den haben wir noch gar nicht gehabt? Okay, dann können wir uns jetzt hier auf die Trainerkämpfe konzentrieren. Du bist mich ja. Das war dann du, mich? Also gut, dann hat ihr darauf gefasst zu verlieren. Unterschätzt mich mal nicht, Boshi. Geowatz. Keine Chance für dich, mein Freund. Steinkante. Ja, Mega-Entwicklung mit Nachthieb. Komm, mach mal keine halben Sachen. Absol! Und zack. Naja. Könnte besser sein. Wahrscheinlich auch an der hohen Verteidigung. Schlag halt zu. Oh. Okay. Das ist schon viel besser. So. Oh, Raichu. Ich dachte, er hätte nur ein einziges Pokémon gehabt. Steinkante. Au. Na, warte. Zack. Wow. Heiliger Bimbam, das ist ein genialer Angriff. Sondern ist noch Aeroas für den Abschluss. Ach du. Ja. Auf damit! Ah. Natürlich immer zum Schluss wirkt die Statik. Das ist so typisch. Was soll's? Ich hab Wasser ins Auge bekommen. Ja, Salzwasser ins Auge bekommen ist auch nicht wirklich gesund. Ob ich verliere oder Wasser bekomme, nichts ändert. So mein guten Aussehen. Oh Gott, was für ein eingebildeter Großkotz. So. Achso, ich würde schon. Ich hab wieder in der falschen Fach gesucht. Ich wollte eine Top-Genesung verwenden. Hab leider Gottes beim falschen Fach wieder nachgeguckt. Der Fehler passiert mir immer öfter. Den Angler haben wir ja auch nicht herausgefordert. Achso, doch, haben wir schon. Komisch, dass wir den Astrainer noch gar nicht herausgefordert haben. Ewigkeit kann ich auch ohne Schwimmreifen schwimmen. Was zum. Ach, das ist. Das war kein Schwimmer, das ist. Das ist ein Planscher im offenen Meer. Dass es sowas gibt. Interesting. Aber okay, so. Mega-Entwicklung und Nachthieb und dann war's das. Ich kann jetzt gerade keinen Libeskus brauchen. Das macht nur Ärger. Oh, tschüss, Dodger. Yes. Gut. Ja, das war's auch schon.
Schwimmreifen stört beim Kämpfen. Nicht unbedingt. Gibst deinen Pokémon die Befehle. Du selbst kämpfst ja nicht. Meine Mama meint, ich soll beim Schwimmen immer einen Schwimmreifen tragen, nur deshalb trage ich den. Ja, weil du noch nicht wirklich schwimmen kannst. Und eine Planscherin ist das ja. Ich sehe es gerade, das ist eine Planscherin. Und ist das ein Schwimmer oder Triathlet? Ich weiß es gerade nicht, kann ich nicht auseinanderhalten. Leider Gottes. Aber okay, was soll's. Vielleicht sollten wir uns über unseren Weg nach Flussbrunnen kämpfen. Machen wir das mal. Route 129. Was ist das hier? Ach, da waren wir eh schon. Genau. Ich weiß, was das ist. Moment, was ist da los? Der Weg nach Flussbrunnen scheint versperrt zu sein. Oder täusche ich mich da? Ich sehe nämlich keinen Weg dorthin. Was geht? Habe ich irgendwas verpasst? Hey, hallo. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Nein. Ich habe schon gekämpft. Was ist denn da los? Wieso komme ich nicht nach Flussbrunnen? Hier ist alles zu. Was ist das? Hä? What the fuck? Wie soll ich denn nach Flussbrunn von hier aus gelangen? Geht das etwa gar nicht? Geht das erst nach der Top 4 oder was? Hä? Ich check grad nichts. Das ist echt der Nullchecker-Part aktuell. Aber ernsthaft. Ich glaube, diesen Part sollte ich Nullchecker-Part nennen. Oder ich blick nicht mehr durch. Das ist doch nicht euer Ernst. Wieso ist da Moosbach City bitte schwer? Moosbach. Gott, ich wäre schon total verwirrt. Oder muss man da untertauchen? Das. Ach, könnte es erklären, wenn ich ein Pokémon hätte, wäre es teurer kann. Mann. Das könnte natürlich eine Situation erklären. Na, dann begebe ich mich erstmal nach Brachpolis City. Kämpfen wir uns gegen die ganzen Trainer. So, kämpfen wir uns erstmal durch die ganzen Trainermassen hier. Das Geräusch kommt mir auch bekannt vor. Aber ich weiß gerade nicht, welches Pokémon das jetzt ist. Schieberhalb sehen irgendwie wie Donuts aus. Ob sie auch genauso schmecken? Das ist Gummi. Das ist doch so Plastik gemischt mit Gummi. Oder ich weiß nicht genau. Was bestehen eigentlich Schwimmreifen? Alter, ich weiß es gerade selbst nicht. Auf jeden Fall, vielleicht auf jeden Fall aus einem elastischen Kunststoff. Ja, Kunststoff nennt man das, glaube ich. Ja. Ich will meine Fachkenntnisse für sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woraus es besteht. Plastik, glaube ich. Das muss wirklich einfach aus. Kunststoff kann man es auch nicht vergleichen. Ich weiß es nicht. Ich habe Hunger. Jedenfalls schmeckt das nicht wie Ton, wie ein Donut. Das ist klar wie Kloßbrühe. Ich liebe Donuts. Ob Pokémon sie auch mögen? Ja, warum probierst du es nicht aus? Bei Sparkpolis ist es noch ein weiter Weg. Nicht unbedingt. Nur noch ein paar Meter entfernt sehe ich gerade. Starmie. Da habe ich gleich einen Typ. Da brauche ich noch nicht meine Mega-Entwicklung, um damit jetzt aufräumen zu können. Nur ein Nachthieb reicht und das war's. Aber es ist leider Gottes schneller und greift zuerst an. Natürlich landet es wieder ein Critical Hit. Und ich auch. Pff, wie du mir, so ich dir, ne? Okay. So, mein erstes Sieg ist wohl jedenfalls auch weiter weg. Du hast doch nie gewonnen? Ernsthaft? Mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben ist eine einzige Niederlage, aber ich gebe nicht auf. Richtige Einstellung.
Verbracht Police City. Wir sind eigentlich schon da. Sind noch irgendwelche Trainer? Hey, Moment. Hier müsste eigentlich ein Pokémon Center sein. Was ist hier los? Hallo? Die fahren in Kaskade. Also war ein Geruch. Gerücht, man könnte sie erst nach einem Sieg oder was? Lukas in der Revillance ist doch etwas Wahres dran. Ich fasse es nicht, ein Arzttrainer und Surfer, wie ich packe es nicht, den Wasserfall zu überwinden. Ich packe es gerade auch nicht, weil ich hab. Muss ich extra wieder ins Pokémon Center fliegen? Das kann nicht euer Ernst sein. Ach. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht in die Nähe von Brachpolis fliegen kann. Vielleicht muss ich wirklich untertauchen, um dahin zu kommen, weil ich wüsste jetzt keinen anderen Weg, wie ich jetzt nach Flussbrunn gelangen kann. Oder könnt ihr mir das erklären? Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren beantworten. Ich verstehe das nicht, warum da plötzlich so eine blöde Abgrenzung ist. Ich meine, ich sehe einfach keinen Weg, wie man Flussbrunn gelangen kann. Ohne Scheiß. Was ist denn das? Nicht ablegen, bewegen, bitte. Bewegung, 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 Bewegung. So. Kommst dahin. Du bleibst hier. Du kommst dahin. Und du kommst mit uns. Genauso wie du. Und passt schon so. Na wohl. Zertrümmerer, Stärke. Und der Zerschneider. Dann weg mit dir. So. Dann kannst du nochmal mitkommen. Okay, passt. Als Zerschneider brauche ich ja jetzt nicht mehr so. Ist nicht vonnöten. Besonders in Brachpolis City oder auf der Siegelstraße ist auch Zerschneider auch wirklich nicht vonnöten. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also das, was ich sagen wollte, ist, dass, Moment. Moment, kann ich dahin fliegen? Nein. Da muss ich erstmal das Pokémon Center dafür betreten haben. Hm. Ich kann nicht in die Nähe hinfliegen? Was? Ich fliege jetzt wieder zurück nach Xenoroville. Nein? Okay. Ist zwar noch ein bisschen ein Stück entfernt, aber es geht. Ich könnte also von hier aus hinkommen. Vielleicht benutze ich gleich Taucher. Wenn ich schon dabei bin. Nee. Ich gehe erstmal nach Brachpolis City, um. Woher kenne ich das Geräusch? Piep, 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 piep. Da war doch was. Aber was? Gott, ich komme gerade nicht drauf. Zu welchem Pokémon dieser Schrei gehört. Hm. Vielleicht tauche ich doch erstmal runter und schau mal, ob ich nach Flussbrunn schwimmen, ob ich über Taucher Flussbrunn erreichen kann. Es kann es ja nicht geben, dass es nicht funktionieren kann. Ne? Oder doch? Was zum Teufel ist das? Wieso komme ich nicht nach Flussbrunn? Oder habe ich irgendeinen Weg übersehen? Vielleicht bin ich auch nur blind. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was da Gott doch mal los sein soll. Scheiß drauf. Dann gehe ich halt nach Brachpolis City. Und dort werde ich auch den Part wieder beenden. Ich blick da echt nicht mehr durch. Was soll denn das? Ja, wir scheint wird wohl unser Trip durch die Siegelstraße schon im nächsten Part stattfinden. Da könnt ihr euch also schon darauf freuen. Der Wasserfall ist echt gigantisch groß. Aber ja, meine Pokémon können es ganz leicht bewältigen.
Was sind das jetzt bitte schon für Höhleneingänge? Wo führen die denn hin? Okay. Das ist jedenfalls Brachtpolis City. Zumindest der Anfang. Und gleichzeitig auch der Eingang zur Siegerstraße. Puh. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier nochmal, was jetzt hier so auf der Siegerstraße dieses Mal abgehen wird. Im Vergleich zu den Originaleditionen. Direkt in der Seestraße, die Pokémon-Liga. Wenn man schon so weit gekommen ist, gibt es kein Zurück mehr. Das stimmt. Die Straße ist ein Ort, an dem sich Experten des Pokémon-Kampfes aus aller Welt versammeln. Sie setzt auch Pokémon ein, die in Höhen nicht vorkommen, aber darf also keinen Augenblick unachtsam sein. Stimmt. Diese Straße ist lange voller gefahren. Da fällt mir es eine schwer, nicht an den bisherigen Verlauf seines Abenteuers erinnert zu werden. Ob das wohl Absicht ist? Hör mir zu, musst an deinen Pokémon glauben, gib alles für sie. Selbstverständlich. Ich glaube an meine Pokémon. Und ich glaube auch an meine Abonnenten. Wenn sie einen Daumen nach oben für dieses Video verteilen, wenn es gefallen hat. Trotz meiner anfänglichen Verwirrungsphase hier. Und ja. Wird dann sagen, seid gespannt und klickt da rein. Euer Crush Wolfic 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir. Und keine Sorge, ab dem nächsten Part werde ich jetzt nicht mehr so müde und verwirrt sein, denn da starte ich wieder eine frische Aufnahmesession. Also passt, also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Alles ist in Ordnung. Ich bin halt jetzt nur müde. Das hier ist das letzte Video, was ich noch in diesem Wochenende aufnehme. Und ja. Da kann man sich schon bei mir denken, dass ich jetzt deswegen schon ziemlich ausgelaugt bin. Deswegen danke nochmal, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.